Schwitzt du regelmäßig für deinen Traumkörper und hast trotzdem das Gefühl, dass es nicht so richtig vorangeht? Wenn das so ist, dann solltest du wahrscheinlich einfach deine Strategie überdenken. Denn es kann gut sein, dass du einige Fitnessfehler begehst, die dich daran hindern, das Beste aus deinen Workouts herauszuholen. Welche das sein können, das erfährst du hier bei uns. Hier sind 5 Fitnessfehler, die du vermeiden solltest, um schneller deine Wunschfigur zu erreichen. Erstens. Workouts mit leerem oder vollem Magen. Du solltest vor deinen Workouts weder fasten noch zu sehr zulangen. Die Mischung macht den Erfolg. Training auf leeren Magen ist keine gute Idee, weil du Energie fürs Training brauchst und Sport mit zu vollem Magen ist auch nicht gut, weil dein Körper dann mehr Ressourcen für die Verdauung braucht. Wir empfehlen dir, etwa 1 bis 2 Stunden vor dem Training eine durchschnittliche Mahlzeit zu essen. So hast du garantiert genug Energie und kannst die beste Leistung bei deinem Training erzielen. Zweitens, lange Cardio-Einheiten. Ausdauersport ist im Prinzip sehr empfehlenswert. Wie bei so vielen Dingen solltest du es aber auch hier nicht übertreiben. Denn während regelmäßiges Cardio zahlreiche tolle Vorteile für dein Herz-Kreislauf-System hat, kannst du deine Gesundheit auch gefährden, wenn du ständig versuchst, über deine Grenzen zu gehen. Steigere deine Leistung stattdessen fortwährend in regelmäßigen Schritten. So kannst du auch mit Ausdauersport langfristig tolle Resultate erreichen. Drittens, Diät mit wenig Kalorien. Wenn du regelmäßig Sport machst, dann brauchst du Energie. Das ist einfach so. Eine Diät mit geringer Kalorienaufnahme kann dir hier einen Strich durch die Rechnung machen. Denn je mehr Bewegung du machst, desto mehr Kohlenhydrate, Fette und Proteine brauchst du auch. Passe deine Kalorienzufuhr also deinem Aktivitätslevel an und du wirst schnell bemerken, wie sich deine Leistung deutlich verbessern wird. Viertens, zu geringe Flüssigkeitsaufnahme. Manche Leute haben die Gewohnheit, während dem Sport wenig oder kein Wasser zu trinken. Denn während körperlicher Aktivität verliert dein Körper durch das Schwitzen eine Menge an Flüssigkeit, die anschließend wieder ersetzt werden muss, und zwar durch Trinken. Achte bei deinen Workouts also immer darauf, dass du genug Wasser zu dir nimmst. Du wirst sehen, es lohnt sich mit Sicherheit. Fünftens, zu hohe Kalorienaufnahme. Bist du einer von den Leuten, die glauben, dass Sport ein Freibrief für willkürliche Fressorgien ist? Dann solltest du deine Einstellung dazu überdenken. Denn nur weil du Sport machst, bedeutet das nicht, dass du deine Ernährung außer Acht lassen solltest. Denn es kann relativ schnell gehen, dass du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst. Selbst bei viel Sport und Bewegung. Mit einem guten Ernährungsplan kannst du sicherstellen, dass du dich sportgerecht ernährst und deine Ziele auch erreichst. Absolvierst du regelmäßige Trainings? Erkennst du dich bei diesen Fitnessfehlern wieder? Was wirst du in Zukunft an deinen Workouts verändern? Antworte uns in den Kommentaren, lass uns ein Abo da und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du in Zukunft keines unserer Videos mehr verpasst. Schau am besten auch direkt auf unserem neuen Kanal Blissbow vorbei, wo wir wöchentlich zahlreiche interessante und aufregende DIY- und Lifehack-Videos hochladen. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Hat dir das Video gefallen? Dann zeig es mit einem Like. Bis zum nächsten Mal und noch einen wunderschönen Tag.